So, Kapitel 6. Das Drama des Dionysos. Was das auch immer bedeuten soll. Falls ich wundere, warum ich immer zu meiner Rechten gucke, oder ich weiß nicht, ob ihr das nach rechts oder nach links seht. Ich habe das Fenster dort, wie man hier sieht. Und da ich im ersten OG wohne, sieht man immer, wer hier unten lang läuft oder fährt. So, Handy, Videokommentar, alles klar. So, Handy zur Seite legen. Wir wollen zocken. Irgendeine Idee, wo das Notizbuch versteckt sein könnte? Das ist ein ziemlich großes Theater, weißt du? Ich fürchte nicht. Aber wie groß kann das schon sein? Groß. Oh. Das ist nur die Lobby. Warte, bis du das Auditorium siehst. Ich lass dich mal suchen und kümmere mich so lange um ein paar Probleme mit den meteorologischen Geräten. Ich melde mich später, in Ordnung? Klar, das könnte etwas dauern. Ja. Da ist schon wieder dieses grüne Symbol. Hier immer so ein Piep. The Great Fabria. Wow. In der Zukunft werden wir die Vergangenheit korrigieren. Halt einfach dein Versprechen. Gesundheit. Es tut mir schrecklich leid, aber die Tower-Upgrades haben länger nach meiner Aufmerksamkeit verlangt, als ich erwartet hätte. Ich hoffe, ich habe sie nicht zu lange warten lassen. Kein Stück, Sir. Ich lerne immer noch, wie man sich am besten hier auf der Helios bewegt. So viele Etagen, so viel zu sehen. Ziemlich. Aber ich habe das Beste bis zum Schluss aufbewahrt, meine Liebe. Das Grand Theater der Helios. Sollen wir? Unbedingt. Okay. Dies, Frau Archer, ist das Grand Theater der Helios. Wow! Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Wir hatten dieses Jahr einen exquisiten Spielplan. Und wenn Sie genau hinschauen, dort oben, das ist Ihr privater Balkon, von wo aus Sie alle Stücke sehen können. Dieser Balkon gehörte mir, aber akzeptieren Sie ihn als Ihr Willkommensgeschenk und als Beweis meiner Anerkennung Ihrer wissenschaftlichen Leistungen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Sir. Oh, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und bitte. Ist immer noch sehr, sehr laut. Nennen Sie mich Nicola. Vielen Dank. Aber was werden die Leute sagen? Werden sie nicht reden? Ich auf ihrem Balkon? Es ist nicht meiner, nicht mehr. Und die Leute werden immer reden, das kümmert mich reichlich wenig. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Aussicht. Natürlich. Ist bestimmt dort, wo es flackert. Ein privater Balkon? Würdest du deine Aufzeichnungen dort verstecken, Ada? Bestimmt da, wo das flackernde Licht ist. Da müssen wir auf jeden Fall mal hingehen. Ja. Eine solche Ehre an Bord, Helios aufzutreten. Vielen Dank. Sie wollte ich schon immer mal live sehen. Wer nicht, hübsch war sie ja.
ernsthaft. Ah, nicht nach unten gucken. Leck mich. Von da ab war es nur noch eine Frage, es zu bauen. Aber genug über mich. Was ist mit Ihnen, Ada? Ihre Familie? Sie haben eine Schwester, nicht wahr? Ja, Rose. Rose Archer. Und wenn Sie mich für stur halten, warten Sie, bis Sie meine Schwester kennenlernen. Was macht sie beruflich? Sie ist Journalistin. Ist das so? Ist sie gut? Die Beste. Dienstag, Sensana, liebes Tagebuch. Heute hat mich unsere Bierflasche vertauscht und hat meine getrunken. Was? Bierflasche vertauscht? Ach so, ach, mit zum Alkohol, geht weg mit dem Scheiß. Das brauche ich nicht wirklich haben. So, hier flackert das. Ach du Heim. Ey, ernsthaft? Ganz ruhig. Also wenn ich da runterfalle, bin ich definitiv tot. So. Kacktisch. Frankenstein. Läuft. Ah, wir sind da. Ich hoffe, Sie haben während Ihres Aufenthalts auf der Helios viel Vergnügen daran. Das ist wundervoll. Ich kann Ihnen wirklich nicht genug danken. Unsinn, meine Liebe. Forschen Sie einfach weiter an Ihren Theorien. Das ist mehr als genug Dank. Ich glaube, Sie sind etwas Bahnbrechendem auf der Spur, Ada. Es fehlt nur noch der letzte Funke. Ich hoffe, die Helios kann Ihnen alle Ressourcen bieten, die wir dafür brauchen. Denn wenn wir es schaffen, werden wir die Welt für immer verändern. Auf die Veränderung der Welt. Auf die Veränderung der Welt. Da war eine Keycard. Hier nicht. Hier nicht. Oh, komm schon. Du musst ihn finden, während ich mich durch eine weitere Laborabteilung kämpfe. Ich gebe dir einen Tipp. Bühnenmitte. Das ist alles? Damit lässt du mich allein? Viel Spaß. Bühnenmitte. Heilige Scheiße. Ada, ich kann dich hören. Ah, hier. Bühnenmitte. Ich verstehe diese Vision von Ada immer noch nicht. Oder wie das Radio unser früheres Gespräch wiedergeben konnte. Aber es ist, als wäre sie immer noch hier. Da war schon blaues Licht. Und würde mich anleiten. Blaues Licht, gar nicht gut. Dieses, hier, mit diesem Monster in das Licht. In Ordnung, Bühnenmitte. Wie komme ich darauf? Oh, wow. Würde ich mich verstecken, wenn ich ein super geheimes Forschungsnotizbuch wäre? Genau. Ah, für Ada.
Rose? Nein! Nein, du Kleiner! Erinnerst du dich an mich, Rose? Erinnerst du dich daran, was du getan hast? Ich hab dich auf dem Maskenball gesehen, Rose. Es ist alles deine Schuld. Hau ab! Scheiße. Wo ist er hin? Oh, schnell! Oh. Gott! Nee, ich will hier raus. Ich will weg von dem. Da ist er! Mann! Warum? Ich will nicht wegrennen! Ich hasse es, Horror Games wegzurennen! Lass mich doch einfach in Ruhe, Mann. Auf neues Jahr. Wo muss ich denn hin? Können mir das jener sagen? Ey, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ja, ey, ernsthaft jetzt? Wo muss ich hin? Yeah.
So. Na! Ich weiß es nicht. Wo muss ich denn hin? Ey, Emma, versuche ich es jetzt noch. Oh, scheiße. Ernsthaft? Unser kollektives Leid endet heute! Scheiße! Au! Ja, verbrennen! Stirb! Du Hund! Ray, wo zur Hölle warst du? Ich hätte dich vor 5 Minuten brauchen können. Du hast das Notizbuch gefunden, oder? Ich wette, du hast es. Richtig? Richtig? Ja, Aubrey, ich habe das Notizbuch. Und dann bin ich Ludwig begegnet. Oh nein. Geht es dir gut? Alles okay, Aubrey. Und zum Glück hat Ludwig Feuer gefangen. Also ein Problem weniger. Nachricht nach der anderen. Was kommt als nächstes? Die schlechte Nachricht ist, ich habe mich verlaufen. Ich glaube, es gibt hier einen Aufzug, aber ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Es ist... Noch nichts? Nein, nichts. Warte! Jetzt, Aubrey! Jetzt! Oh, das ist Deck 66. Nächster Punkt. Dich zum Aufzug lotsen. Fantastisch, Aubrey. Danke nochmal für alles. Ich werde mein Versprechen einlösen. Du hast keine Ahnung, wie gut das klingt. Warte, ich kümmere mich um die Türen. Jo, wie es weitergeht, erfahren wir im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt. Genießt den Tag und bye bye. Like a rockstar, dance until I drop. My love is a party.